Also, Meccia gewann die Wahl und hat sich dafür entschieden, nicht aufzuschlagen. Also Boris Becker beginnt. Das kann ein Vorteil sein, wenn Becker warm ist. Miloslav Meccia bindet sich jetzt noch einmal die Schuhe. Genauso groß wie Boris Becker, übrigens 1,91 Meter, zwei Riesen mit enormer Reichweite, wenn sie mal am Netz sind. Aber Miloslav Meccia geht eigentlich sehr viel weniger nach vorne als Lendl, sein Landsmann, der inzwischen sein Spiel umgestellt hat, und noch weniger als Boris Becker. So, erstes Spiel, Davis Cup Halbfinale, Deutschland, GSSR, Aufschlag Boris Becker. Ein sehr konzentrierter Auftakt von Boris Becker, wenngleich, aber das ist normal bei einem ersten Aufschlagspiel, man merkte, dass er den Aufschlagrhythmus noch nicht ganz gefunden hat, aber man sieht, wenn dieses Service kommt, wie hart der Ball ist. Ein Weltklasse-Spieler wie Meccia hat Schwierigkeiten mit dem Return, erreicht kaum den Ball. 1:0 Führung also für Becker. Miloslav Meccia schlägt auf. Same.
Miroslav Mečil kann praktisch, ohne man das merkt, ansatzlos beschleunigen, während er von der Grundlinie meist das Tempo aus dem Spiel zu nehmen versucht, so ganz ruhig mit langen Bällen mitspielt, dann plötzlich ohne Vorwarnung diese Schüsse, eins beide, Boris Becker schlägt auf. Der war sowohl zu lang, der Aufschlag, als auch neben der Ziellinie. Beide Linienrichter haben prima auf. Drei Spielbälle für Boris Becker zum 2:1. Die Zeitlupe, da sah man schön, wie Becker in der Vorwärtsbewegung aufschlägt, sofort ans Netz aufrücken kann. Legt seinen ganzen Körper hinein, hat also praktisch keine Unterbrechung im Aufschlag, geht sofort nach vorn, wenn der Aufschlag gut war. Und im zweiten Aufschlag. Das erste klare Ass von Boris Becker. Führung. Miroslav Mečil jetzt beim Aufschlag.
Das erste zu Null Spiel überhaupt. Und der schnelle Boden kommt natürlich nicht nur Boris Becker entgegen, sondern auch Miroslav Meci, solange er so gut und so präzise und hart aufschlägt wie in diesem Spiel. 2-2. Aufschlag. Der erste Aufschlag darf ja wiederholt werden, wenn er die Netzkante berührt hat, dann aber ins richtige Aufschlagfeld kommt. Also noch einmal erster Aufschlag. Na, da möchte ich nicht Linienrichter sein. Er zuckte zunächst, so schnell kam der Ball, korrigierte dann seine Entscheidung. Ass. 15-0. Bälle gegen den Lauf sind eine Spezialität von Boris Becker, der sich sicher dadurch auszeichnet, dass er sehr früh ahnt, sehr früh sieht, aber auch, wo der Gegner hinläuft, so lange wartet und dann den Schlag ausfällt. Jetzt 40-0, jetzt ist er langsam warm, der Aufschlag an. Dritter Satz. Wunderbar gespielt von beiden. Das zeigt, dass Tennis nicht nur mit Kraft, nicht nur mit Technik, sondern auch mit dem Kopf gespielt wird. Ein interessantes Duell gerade, diese Stops. Der zweite Aufschlag von Meitier mit sehr viel Spin gespielt. Er springt extrem hoch weg und macht natürlich den Return, den Aufschlag. Rückschlag sehr schwer. 3 Beine, erster Satz. Boris Becker schlägt nun auf.
30-0, 13-0. Becker variiert beim Aufschlag sehr schön, wechselt zwischen Vorhand- und Rückhandseite ab. Oft spielte er gerade diesen Aufschlag von der rechten Seite mit sehr viel Außenspin, sodass Mecce gleich weit aus dem Platz getrieben wird. Zu 3 Führung und jetzt gibt es neue Bälle nach dem 7. Spiel. Im ersten Satz war ja vorher beide Spieler sich noch eingeschlagen haben. Das hört sich so lustig an, dieser laute Aufschrei des Linienrichters, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass Miloslav Mecce da ein bisschen in seiner Konzentration gestört wird. Blickt auch ganz zornig darüber. Das ist nicht besonders schön für den Tschechoslowaken, der bisher gut mitgespielt hat. 0:30, zweiter Aufschlag. Ball auf die Vorhand von Boris Becker. Sicher im Augenblick auch seinem Aufschlag nachgezittert hat, dann diese Rückhand die Linie entlang und dann beidhändig dieser tiefe Flugball. Und das Break. Der Aufschlagverlust von Miloslav Mecce bringt Boris Becker mit diesem Ball die 5:3 Führung. Deutschland führt 5:3, 5:3 Germany. Sehr schöner Return gegen den Ansturm der Becker. Vorhand cross gespielt ins Halbfeld 0:15.
Er solle die Volleys tief spielen, das heißt lang bis nah an die Grundlinie, hatte ihm sein Coach gesagt. Genau das richtige Rezept. 30-15. Der war so gut wie ein Ass, 40-15 und zwei Satzbälle für Boris Becker. Nach 25 Minuten hat Boris Becker gebraucht, um diesen ersten Satz zu gewinnen. Ein einziges Break hat ihm genügt.